Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Heute geht es um Ihr Herz, genau genommen um die Herzkranzgefäße. Wenn Sie den Verdacht haben, dass mit denen nicht alles so richtig in Ordnung ist, weil Sie vielleicht Raucher sind oder Bluthochdruck haben oder einen Diabetes haben, dann können Sie diese Herzkranzgefäße checken lassen. Und wir erklären Ihnen jetzt, wie das funktioniert. Bei mir ist Dr. Burçin Özyaman. Er ist Chefarzt der Kardiologie an der Asklepios Klinik Weißenfeld. Schön, dass Sie kommen konnten, Herr Dr. Özyaman. Sagen Sie mir, wie wichtig ist das, diese Kranzgefäße untersuchen zu lassen? Die Kranzgefäßverengung oder der Herzinfarkt ist ja der größte Killer in Deutschland. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass man weiß, ob da eine Kranzgefäßverengung vorliegt oder nicht. Sprich, wenn der Verdacht für eine Kranzgefäßverengung da ist, sollte man der Sache nachgehen. Das bedeutet nicht, dass man sofort die Messer wetzen muss, sondern man muss ein paar Tests machen, um das Risiko genau bei diesen Patienten abschätzen zu können. Ja, ich habe ja schon so ein paar Szenarien aufgezählt. Vielleicht, also man raucht oder man hat Bluthochdruck oder ist Diabetiker. Ich habe bestimmt noch ein paar vergessen. Raucher, auch insbesondere Raucher, Diabetiker. Patienten, die einen hohen Blutdruck haben, Patienten, die Cholesterin, zu hohen Cholesterinwerten neigen und auch in seltenen Fällen Patienten mit einer genetischen Disposition, so nennen wir das. Also sprich, wo in der Familie vermehrt Herzinfarkte aufgetreten sind, das sind die, die zu einer Kranzgefäßverengung neigen. Ja, muss man da auch was merken? Der Großteil der Patienten merkt bei Belastung Beschwerden im Sinne einer Angina pectoris. Was ist das? Das ist ein Druckgefühl unter Belastung, wenn Sie zum Beispiel Treppen steigen oder wenn Sie bergan laufen. Ab einer gewissen Strecke fängt es dann auf einmal an, in der Brust zu drücken. Das kann in den Arm ausstrahlen, das kann in den Bauch ausstrahlen, in seltenen Fällen kann es in den Kiefer ausstrahlen, sind nicht wenige Patienten schon beim Zahnarzt damit gelandet. Es kann in die Schultern ausstrahlen. Es ist ein bisschen Chamäleon. Deswegen ist es wichtig, dass man, wenn man solche Beschwerden hat, mit seinem Arzt, auch mit seinem Hausarzt darüber erstmal spricht. Ja. Könnten Sie uns an diesem Modell zeigen, wo die Herzkranzgefäße da ganz genau sitzen? Hier sieht man ein Herzmodell mit der rechten und linken Herzkammer und hier die Hauptschlagader. Und kurz nach dem Abgang der Hauptschlagader gehen die Herzkranzarterien aus dem Herzen aus der Hauptschlagader heraus und gehen quasi um das Herz. Davon gibt es drei. Das hier ist die Hinterwandarterie. Dann gibt es hier vorne eine Arterie, die einen gemeinsamen Hauptstamm, einen gemeinsamen Baumstamm hat, aus der dann zwei große Arterien abgehen, die dann die große Vorderwandarterie und die Seitenwandarterie. Und was man hier sieht, hier ist in dem Modell das sehr schön dargestellt, die rechte Kranzarterie ist hier aufgeschnitten worden und man sieht hier schon angedeutet da eine Engstelle. Nun kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn das hier fortschreitet, beziehungsweise wenn diese Arterie, wenn diese Engstelle mal so großartig oder so hochgradig ist, dass hier in dem Gefäß kein Blut mehr fließt, dass natürlich da Herzmuskelgewebe zugrunde geht. Mhm. Und wenn Herzmuskelgewebe zugrunde geht, führt es letztendlich dazu, dass der Herzmuskel nicht vernünftig arbeiten kann und dann letztendlich dazu, dass der Patient oder der Mensch eine Herzschwäche entwickelt. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, dass diese Verschlüsse, sei es ein akuter Verschluss im Rahmen eines Herzinfarktes oder Engstellen, adäquat versorgt werden, sprich bei uns vor allen Dingen mit Stents versorgt werden, damit diese Herzschwäche nicht auftritt und insbesondere der Patient auch belastbar bleibt. Das ist das eine Thema. Andererseits ist natürlich auch wichtig, dass wir den Patienten die Schmerzen nehmen, weil die Angina ist ein sozusagen immer wiederkehrender Schmerz und diese Schmerzen wollen wir ihm natürlich nehmen. Und genau. Dazu dient auch die Stent-Behandlung. Okay, über diese Behandlung würde ich jetzt gerne mit Ihnen weitersprechen. Also die Frage ist ja, was machen Sie dann, wenn man zu Ihnen kommt und wenn Sie den Eindruck haben, oh, da könnte eine Verengung sein, wir sollten mal gucken. Das eine sind natürlich die Infarkte, das ist jetzt aktuell das ist nicht unser Thema. Da haben die Patienten diese Schmerzen, die ich Ihnen gerade geschildert habe, in der höchsten Ausprägung. Das ist wirklich ein Vernichtungsschmerz. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, das ist klar, da muss man den Patienten schnell auf den Tisch nehmen, weil wir wissen, dass je schneller wir handeln, desto weniger Herzmuskelgewebe geht zugrunde und deswegen haben diese Patienten dann weniger Langzeitschäden. Das andere Thema, und das ist für uns dann etwas schwieriger, sind Patienten, die mit diesen Beschwerden kommen, wo wir aber nicht ganz sicher sind, ob das wirklich eine Kranzgefäßverengung ist oder nicht.
Was dann im Grunde gemacht werden muss, ist, man muss einen sogenannten Ischämie-Nachweis führen. Das heißt, wir machen das klassischerweise so, dass wir den Patienten auf das Fahrradergometer setzen und ein Belastungs-EKG machen. Und wenn in diesem Belastungs-EKG eindeutige EKG-Veränderungen sich zeigen unter einer Belastung und der Patient darüber hinaus auch Beschwerden entwickelt in der Brust, wie gerade geschildert, dann wissen wir, dass da einiges im Argen sein könnte. Und deswegen sind das dann klassischerweise die Patienten, die wir dann einer Herzkatheteruntersuchung zuführen. Oft ist es auch so, dass diese Ergometrie schon unter ambulanten Bedingungen, also beim Hausarzt, beim Internisten, beim Kardiologen gemacht ist. Und der sagt, pass auf, ich habe hier einen Patienten, der hat einen sogenannten Ischämie-Nachweis. Und da würde ich gerne sehen, dass wir einen Katheter durchführen. Und das sind Patienten, die dann bei uns vorstellig werden und bei uns dann einer Herzkatheteruntersuchung unterzogen werden. Wie geht die? Früher war es so, dass man die Untersuchung immer über die Leiste gemacht hat. Ich muss sagen, ich bin auch als Operateur eigentlich über die Leiste groß geworden. Mittlerweile wissen wir aber, dass die Patienten einen deutlichen Vorteil davon haben, wenn man das über den Arm macht, über die Arteria radialis. Das ist hier diese Arterie. Und wenn man das oft genug macht, wir machen das über 1000 Mal im Jahr, dann ist es so, dass das eigentlich in der geübten Hand kein großes Problem ist. Und ich mache eigentlich 80-90% meiner Untersuchungen mittlerweile über den Arm, auch die im Infarkt, was sozusagen schon die große Herausforderung ist. Aber auch bei den Patienten, die insbesondere elektiv kommen, also mit diesem Ischämie-Nachweis, das sind die Patienten, die ich dann auch gerne über den Arm mache, was den großen Vorteil hat, dass der Patient schnell mobilisiert werden kann. Das heißt, er kann sozusagen, wenn er nach der Untersuchung raus ist, kann man ihn theoretisch auch in einen Stuhl setzen. Mhm. Der muss also nicht mehr mit diesem Druckverband, mit diesem Wickelverband im Bett liegen. Genau, den er hätte, wenn es in die Leiste gegangen wäre. Genau. Und der zweite große, das ist sozusagen Komfort, das ist wichtig, aber entscheidend ist, hier bluten die Patienten deutlich weniger, als wenn man in die Leiste sticht. Ach, okay. Es ist so, dass wenn ich in die Leiste steche, da natürlich ein großer Raum ist, wo Platz ist für Blutungen und klassischerweise ist es so, dass man diese Blutungen erst erkennt, nachdem 1 bis 2 Liter Blut rausgelaufen sind. Und am Arm ist das eben halt so, wenn da ein bisschen Blut daneben geht, dann sieht man das sofort. Und deswegen hat das auch einen medizinischen Vorteil, die Katheteruntersuchung über den Arm zu machen. Und dann stechen Sie da rein? Wir geben erstmal Lokalanästhesie, also Betäubung, lokale Betäubung. Für uns ist es in der Untersuchung sehr wichtig, dass wir mit dem Patienten kommunizieren können, weil es gibt keinen Marker, kein EKG, kein gar nichts, was uns so schnell sagt, dass was im Argen ist, wie der Patient selber. Dann dürfen Sie ihn ja nicht betäuben. Ja, in der Leiste oder im Arm betäuben wir ihn, aber wenn wir zum Beispiel jetzt, das werde ich Ihnen ja gleich präsentieren, mit dem Ballon oder mit dem Katheter im Herzen arbeiten und irgendwas funktioniert nicht gut, was immer wieder vorkommen kann, weil man muss ja was reparieren und beim Reparieren kann auch immer wieder Zwischenschritte eintreten. Und wenn in diesem Rahmen der Patient Beschwerden entwickelt, wissen wir, dass wir ganz besonders gut aufpassen müssen. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Patient mit uns sprechen kann. Und wir sagen dem Patienten auch immer, halten Sie die Augen offen, weil wir wollen ihn auch sehen dabei. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Katheter, da bin ich jetzt ja gespannt. Ja. Es ist so, es gibt, wir nennen das Schleuse, das sind Ventile, die hier in den Arm, also so kleine Ventile, Plastikventile, die hier in den Arm eingesetzt werden. Dann wird erstmal ein Katheter gesetzt, womit man hier hochgeht zum Herzen. Die Kranzarterien, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, werden dargestellt. Wie finden Sie den Weg? Das ist eine Übungssache. Ja, das ist eine Übungssache. Man könnte ja verschiedene Abzweigungen nehmen durch den Körper und ganz woanders hinkommen. Das ist eine Übungssache. Je öfter man das macht, desto einfacher geht das. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das so als Medizinstudent, als junger Arzt so das erste Mal gesehen, habe ich mir gedacht, wie findet der den Weg? Aber das ist einfach nur eine Übungssache. Und man muss sagen, die Katheter sind auch so vorgeformt, die haben bestimmte Krümmungen, so geformt, dass der Katheter eigentlich auch relativ gut den Weg findet. Zeigen Sie uns das. Wie gesagt, erstmal nimmt man den kleinen Katheter, stellt die Kranzarterien dar und wenn man eine Engstelle sieht, kommt es darauf an, diese Engstelle zu reparieren. Das macht man so, indem man einen etwas größeren Katheter nimmt, weil man braucht ja einen Arbeitskanal. Und über diesen Arbeitskanal wird dann erstmal ein Draht vorgebracht und es wird ein Stent vorgebracht. Dieses Stent, diese Gefäßstütze, führt dazu, die ist aus Metall, führt dazu, dass das Gefäß richtig schön wieder glatt gemacht wird. Da gibt es unterschiedliche Formen des Stents. Es gibt normale Metallstents. Das sind die klassischen, die ersten Stents, die so in den 80er Jahren eingeführt worden sind. Die haben aber den Nachteil, dass da das Gefäß oder diese Engstelle wieder
zurückkommt, dass das wieder in das Gefäß hineinwächst. Diese Stents setzt man mittlerweile nur noch zu 5% ein. Aktuell ist es so, dass man medikamentenbeschichtete Stents nimmt. Das sind Stents, die mit Immunsuppressiva, also mit Medikamenten beschichtet sind. Früher hat man da auch Zytostatika genommen, also im Grunde Zellgifte, die dazu führen, dass dieses Einwachsen nicht mehr stattfindet, was den großen Vorteil hat, dass eben halt die Gefäße lange Jahre offen sind. Das bedeutet aber, wenn man diese medikamentenbeschichteten Stents nimmt, muss man blutverdünnende Medikamente nehmen und auch etwas länger nehmen, als wenn man diese normalen Stents nimmt. Mhm. Aber wir wissen, weil die eben halt so wenig zuwachsen, wieder eng werden, kann man eben halt auch komplizierte Engstellen, an die man sich früher nicht herangewagt hat, mit gutem Gewissen auch behandeln. Mhm. Jedenfalls ist es so, dieser Stent ist hier Einmalmaterial, der ist dann hier in dieser Schnecke drin, der wird dann sozusagen erstmal ausgerollt. Ja. Wie gesagt, Einmalmaterial. Ja. Genau, für jeden Patienten extra. Genau, muss auch steril sein, also bakterienfrei. Ja. Hier sieht man, ist der Stent, der ist dick zwischen 2,5 und 5 mm. Also ja. Sehen Sie, in was für kleinen Dimensionen wir da arbeiten. Kaum zu sehen, Kaum zu sehen. Und hier sieht man, wird der Stent gerade entfaltet. Oder beziehungsweise hier ist so ein Schutz drauf, den mache ich da jetzt gerade drüber weg. Und dieser Stent, der hier jetzt oben drauf ist, der wird so an die Engstelle, zum Beispiel, wie ich Ihnen gerade gesagt habe, im Bereich der Rechenkranzkriterien eingeführt. Da ist jetzt schon ein Draht drin. Der Draht kommt hier vorne drauf. Ja. Dieser Stent wird über diesen Draht eingeführt. Und wenn ich jetzt in der Engstelle bin, wird mittels dieser Pumpe dieser Stent inflatiert. Aufgeblasen, ganz genau. Ja. Danke. Ja, ich bin gespannt. Aufgeblasen. Ja. Und normalerweise ist es so, man bläst diesen Stent auf mit ordentlichem Druck. Autoreifen hat 2 Atmosphären. Jetzt sind wir hier gerade bei 2 Atmosphären, da tut sich noch nichts. Und was man dann manchmal machen muss, ist, da sehen Sie, da geht es schon ein bisschen an der Seite hoch. Und jetzt wird der Stent so bei 6-8 Atmosphären, geht es, wie der Stent aufgeht. Da sieht man jetzt, jetzt geht er so auf. Und dann setzt man diesen... Jetzt ist er aufgegangen. Ja. Und dann muss man, je nachdem, wie verkalkt die Engstelle ist, ältere Patienten, über 80-jährige Patienten, neigen natürlich zu schwer verkalkten Stenosen. Und bei diesen verkalkten Stenosen muss man manchmal richtig knackig hochgehen. Ja? Das heißt, da reicht manchmal, muss man auch wirklich auf 16, 18 Atmosphären hochgehen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das so hoch noch nicht am Modell gemacht. Ja? Ja, okay. So, und jetzt ist dieser Stent entfaltet. Und jetzt will man natürlich das Material wieder rausholen. Und das macht man, indem man hier drauf drückt. Da wird der Druck abgelassen und man zieht diesen Ballon wieder komplett zurück. Okay. Und jetzt ist dieser Stent im Gefäß drin. Aha. Und bleibt da auch drin? Und hält das Gefäß weit? Aha. Diese Metallstents sind millionenfach schon eingesetzt. Und wir wissen, dass diese Metallstents wirklich sehr, sehr gute Langzeitergebnisse bieten. Es gibt natürlich mittlerweile die Entwicklung von Stents, die sich selbst auflösen können. Das sind so auf Magnesium beruhende Stents, die sich nach 2 bis 4 Jahren auflösen können. Diese Stents haben wir eine Zeit lang auch implantiert. Wir wissen aber, obwohl die sich auflösen, ist die Prognose mit diesen Bio-Stents, also bioresorbierbaren Stents, deutlich schlechter noch als diese Stents. Diese Stents, die seit Jahren in Millionen von Patienten eingesetzt worden sind, haben wir einfach die viel bessere Erfahrung und die sind millionenfach etabliert. Und diese bioresorbierbaren Stents, das ist was für die Zukunft. Mhm. Und die Stents, die wir da aktuell eingesetzt hatten, sind eigentlich auch wieder aus dem Handel genommen worden. Aber wir hoffen und spekulieren, weil natürlich ganz großes Interesse daran ist, dass diese bioresorbierbaren Stents auch mal wieder zurückkommen. Ja, aber bis dahin ist das Beste, was man nehmen kann. Ist das der Goldstandard. Ja, genau. Und dem Patienten geht es gut danach. Genau. Und wenn Sie mich fragen, meiner Mutter würde ich so einen Stent einsetzen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne, vielen Dank. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.